So, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt meinen Kreativ-Bunt-Haul für euch. Und ja, ich möchte jetzt einfach zeigen, was ich mir Schönes gekauft habe. Und ich muss im Vorfeld sagen, dass ich mega begeistert war. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich gekauft habe. Ich habe mir das Traveler's Notebook, also eins von den vielen Traveler's Notebooks von Doodlebug gekauft. Ich konnte einfach nicht anders und ja, ich möchte euch das Traveler's Notebook heute zeigen. Ich packe den jetzt mit euch zusammen aus. Also ich hatte den natürlich schon draußen, ne? Ich habe ja schon mal geguckt. Wenn ihr euch dieses Traveler's Notebook kauft, habt ihr noch dazu ein Heft mit drin. Was ich sehr, sehr cool finde, ist quasi schon mal ein Heft dazu. Man kann aber noch mal extra welche kaufen. Und so ist das Ganze aufgemacht, also wie die Innenseiten aussehen und dass hier diese Bänder sind, wo man dann die Hefte einspannen kann und wie groß diese Karten sind, die man hier halt so reinmachen kann. Und das finde ich sehr, sehr cool. Auf jeden Fall packe ich den jetzt einfach mal für euch nochmal in der Kamera aus. Also das geht hier relativ schwer auf, muss ich ja mal ehrlich sagen. So. Also der ist wirklich super verpackt, aber ich denke mal, ja, was anderes braucht man nicht zu erwarten von Doodlebug selber. Also das ist wie gesagt die Verpackung, sehr stabil und ja, es ist halt alles drauf beschriftet. Und jetzt zeige ich euch das Traveler's Notebook. Das ist das gute Stück. Das ist mit Gold foliert. Ich habe lange überlegt, ob ich mir den kaufe oder ob ich warte, bis Vera die anderen im Shop hat. Da gibt es nämlich noch einen, den ich auch gerne hätte. Ich denke, dass der vielleicht auch noch bei mir einziehen wird, weil ich es einfach mega cool finde. Das Ganze ist hier zum Verschließen mit so einem Band. Das macht man dann ganz einfach auf. Und innen, Moment, ich nehme mal das Heft hier raus. Und innen sieht das Ganze dann so aus. Hier hat man dann halt Platz zum Dekorieren. Hier hinten kann man dann noch irgendwie Dekomaterial dahinter stecken. Hier vielleicht ein Foto oder irgendwas kreieren und dann dahinter stecken. Dann sind hier vier so Bänder, wo man dann seine Hefte einspannen kann. Dann ist hier eine große Tasche, die bis nach unten geht. Und hier hinten ist dann auch nochmal Platz, um irgendwas zu verstauen. Ja, hier unten, das finde ich auch total niedlich. Das kleine Symbol von Doodlebug, ja, finde ich mega, mega cool. Dann habt ihr hier noch eine Stifthalterung. Da muss ich mir mal noch irgendwie einen richtig hübschen Stift für organisieren. Hinten sieht der Planer so aus. Also das Traveler's Notebook. Und dann steht halt auch drin, hinten drauf, Doodlebug Design Ink. Genau, finde ich total schön. Der fässt sich super an. Er ist sehr stabil, er ist unheimlich schön verarbeitet. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich war sehr, 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 sehr beeindruckt. Und ich musste erstmal streicheln und ganz doll lieb haben. Und ja, meine Mädels, die haben sich schon halb kaputt gelacht über mich, dass ich da so verrückt reagiert habe. Und ja, dann ist, wie gesagt, dieses Heft dabei, also bei diesem Traveler's Notebook, und das ist in einfach Blanko, finde ich richtig cool, kann man dann halt direkt mit dem Gestalten loslegen. Und da hinten ist halt auch nochmal der Druck drauf, genau. Und das Ganze spannt man dann einfach in diese Bänder hier ein. Man macht quasi das Heft auf bis zur Mitte. Und dann, ich möchte es gerne an das hier, ja. Und dann spannt man das hier ganz einfach ein. Ja, das ist jetzt hier Vorführeffekt, ne, alles haut dagegen, also wirklich so. Und dann ist es halt drin, genau, so. Und dann verschließt ihr das wieder und ihr könnt euch den halt so einrichten und da drin das machen, was ihr gern möchtet. Und ja, sehr, sehr cool. Dann habe ich mir dazu noch die Inlays gekauft, also diese kleinen Hefte. Und da mussten es natürlich auch die goldfolierten sein, weil, ja, passt halt, ne? Da ist das Ganze so aufgebaut und auf der Rückseite, Moment, da seht ihr, dass einmal das hier mit so, also kariert ist. Und hier ist es halt so mit so kleinen Punkten drauf. Das finde ich echt schön. Und eine sehr, sehr schöne Qualität. Das ist sehr, sehr fest.
Und sieht halt, ja, sieht halt unheimlich toll aus. Und innen sieht es halt so aus. Einmal mit diesen Punkten. Und dann ist einmal dieses Goldfolierte hier. Das finde ich auch total schön. Das gefällt mir richtig gut. Und dann ist es hier halt kariert. Kann man halt auch direkt reinschreiben. Und sieht dann halt auch cool aus, wenn man die Hefte hier drin hat. Ich hatte das natürlich alles schon hier drin, weil ich einfach mal gucken wollte, wie das Ganze aussieht. Und ja, das sieht dann quasi so aus. Und Moment, das hier hatte ich hier ganz vorne drin, weil ich das nämlich echt schön finde, wenn man das Traveler's Notebook dann aufklappt. Und ja, also es sieht dann quasi so aus, wenn die Hefte hier drin sind, finde ich richtig cool. Und wenn man es dann halt aufmacht, ja, das macht schon was her. Dann habe ich mir zur Deko, musste natürlich sein, wie sollte es anders sein, Mini-Icon-Sticker gekauft und zwar ganz schön viele. Ich zeige euch jetzt mal, welche ich gekauft habe. Ich habe ja schon einige zu Hause gehabt, aber die mussten halt nochmal doppelt her. Ich habe mir einmal das hier gekauft, das hatte ich noch gar nicht. Das ist aus der Kollektion Hello. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe mich schon mega geärgert, dass ich davon diese Odds and Ends nicht habe. Ich habe zwar Odds and Ends von dieser Kollektion, aber das sind die Schriftzüge. Und ich hätte halt gern noch die mit diesen Motiven. Also müssen die wohl oder übel ja auch noch irgendwann einziehen. Genau, und hinten drauf, da seht ihr ja immer, was da so für Sticker drin sind. Und ja, einfach um das Travelers Notebook dann auch zu dekorieren. Und dann habe ich mir diese Mini-Icon-Sticker gekauft aus der Kollektion Cream and Sugar. Und das ist ja mit meine liebste Kollektion. Ich finde die total schön. Ich mag die unheimlich gern. Die ist sehr, sehr cool. Dann habe ich mir diese hier geholt. Das ist ja diese Summer Collection. Also Sweet Summer nennt die sich. Und die finde ich auch sehr, sehr schön. Da habe ich allerdings nicht mal Papier zu. Also wirklich, ist mir mal aufgefallen. Und da sind halt diese Sticker drin. Dann habe ich mir von der Down on the Farm die Mini-Icon-Sticker gekauft, weil von meinen hatte ich schon ein paar verwendet. Und ich wollte die einfach nochmal voll für mich zum Dekorieren. Genau. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, die finde ich total niedlich. Dann habe ich mir die Sticker von der At the Zoo Kollektion gekauft. Die mag ich auch total gerne. Und der Panda. Schaut euch mal den Panda an. Ist der nicht süß? Ach Gott, ja. Und dann sind halt diese Sticker hier drin. Dann habe ich mir die Sticker noch, also dann habe ich mir die Sticker gekauft. Die hatte ich nämlich noch gar nicht. Da habe ich zwar das Papier und die Odds and Ends zu, aber die Sticker hatte ich noch nicht. Und ich habe mir jetzt wirklich fest vorgenommen, dass ich zu jeder Kollektion immer einmal das Papier, die Odds and Ends und die Sticker kaufe. Dann habe ich mir aus der Kollektion So Punny nochmal die Sticker gekauft, weil ich die auch mega, mega niedlich finde. Schaut euch mal den Toaster an. Ich liebe diesen Toaster. Ja, also das ist mitunter wirklich meine liebste Kollektion bisher von Doodlebug. Ich habe den Papierblock ja auch dreimal, habe das Collection Kit davon und ja, das ist ja wirklich meine allerliebste Lieblingskollektion von Doodlebug. Ich finde die mega niedlich. Und zu guter Letzt, last but not least, habe ich mir die von So Much Pun nochmal gekauft. Ich glaube, ich habe die schon, aber egal, die mussten einfach nochmal mit. Die finde ich auch total schön. Hier mit dem Popcorn. Und ja, das ist, ja, ich finde das einfach total mega niedlich, wenn so Essen ein Gesicht hat. Und dann hier, oh, guckt euch, schaut euch mal den Otter an. Der ist so süß. Ja. Genau, ihr Lieben. Das war mein kleiner, gar nicht so. Moment, ich muss schnell ein Foto machen. So. Gar nicht so großer Kreativ-Bunt-Haul. Und noch dazu habe ich ein ganz kleines Craft-Update für euch, denn ich habe mir für mein Travelers Notebook, schon als ich den bestellt hatte, habe ich angefangen, mir selber so ein Heft zu machen und habe das natürlich auch gemacht. Oh, und das Ganze sieht so hier aus. Finde ich richtig niedlich. Ja, ich habe mir einfach Papier zusammengenäht und habe es dann zu einem Buch gemacht und ja, das Ganze zeige ich euch jetzt mal. Ich habe hier vorne halt mit den Odds and Ends gearbeitet und habe so kleine Nuvos drauf gemacht. Hier kann man es dann mit so einem Clip na, verschließen. So. Und dann habe ich das hier drin so. Also die hier, die sind halt noch locker drin, weil das einfach nur so ein bisschen, na Mensch, das einfach nur so ein bisschen Deko sein sollte.
Es ist halt auch ein kariertes Papier, dass ich halt darauf schreiben kann. Dann habe ich mir so ein Daily gemacht. Einfach in der Größe, sodass es halt oben rausguckt. Und ja, das Alpaka ist so süß. Ach Gott, ja, finde ich mega niedlich. Moment. Schnell hier wieder reinmachen. So, das guckt dann quasi da oben raus. Ja, finde ich richtig süß. Und dann habe ich mir hier drinnen noch so ein paar Seiten dekoriert. Einmal hier unten und dann hier oben habe ich so ein Gedönse dran gemacht. Sonst habe ich jetzt hier nichts weiter drin. Und hinten habe ich halt auch noch mal so ein bisschen dekoriert, weil man das ja halt auch mal so aufgeklappt hat, ne? Da habe ich hier einfach noch so ein ganz kleines Minibuch gemacht. Da kann man halt noch was draufschreiben und ja, finde ich sehr, 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 sehr süß. Hier ist dann auch mal das Washi-Tape zum Einsatz gekommen, was ich von Nadine bekommen habe. Und ja, das ist so mega niedlich. Ja, genau. Und das wollte ich, möchte ich dann gerne hier in mein Traveler's Notebook mit reinmachen und hatte das ja auch schon drin, weil ich einfach mega neugierig war, wie es dann aussieht und ob es dann passt. Und es passt. Finde ich total cool. Da habe ich mich echt drüber gefreut, dass das so gut passt von der Größe her. Und ja, genau. Das Ganze sieht dann, wenn dann alles drin ist, so aus. Jetzt geht es halt nur noch an, ja, das Travelers Notebook einrichten. Das wird mir jetzt sehr, sehr viel Freude machen. Der Planer ist jetzt seit gestern bei mir. Genau, seit gestern. Und ja. Das Ganze sieht dann von oben so aus. Finde ich schon mal sehr, sehr cool. Sieht schon mal sehr schön gefüllt aus und gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ihr Lieben, ansonsten war es das jetzt einfach mit meinem Kreativ-Bunt-Haul. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ihr dazu mal irgendwie ein Update sehen wollt oder so, wie ich das Travelers Notebook dann innen eingerichtet habe, schreibt mir das einfach mal unten in die Kommentare und wenn nicht, mache ich es trotzdem. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Seid schön kreativ und bis zum nächsten Mal. Tschüss!